Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt in Xian stehen geblieben und wollten uns darum kümmern, erstmal die ganze Landschaft hier zu erkunden. Das heißt, oben sehe ich schon ein Merkutschen. Sehr, sehr nice. Und wir können direkt mal anfangen, alle Leute zu befragen. Alle Leute, die zum Essen gekommen sind, kommen aus Xian. Was ist nur los? Es gibt immer weniger Reisende, daher essen hier auch weniger Leute. Wo sind die nur alle geblieben? Das Land ist vielleicht wegen dem Wald nicht mehr so ganz einfach zu besuchen. Das könnte vielleicht eine Ursache sein. Wir finden nichts in Fässern. Irgendwie gibt es nichts mehr. Normalerweise kommen viele Händler ins Dorf, aber bis jetzt sind sie noch nicht da. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Wenn viele Händler kommen, läuft mein Geschäft gut. Aber wenn keine kommen, läuft es schlecht. Das macht irgendwie Sinn in einer Art und Weise. Gute Dame. Ich hoffe mal, dass Sinn macht. So. Wir untersuchen mal die Fässer. Es wird in keinem was geben. Ich fasse es nicht. So. Xian ist das Dorf der Kino. Kino heißt Seide. Daraus macht man teure Kleider. Aua, ich habe meinen Fuß gerade am Tisch gestoßen. Das hat richtig wehgetan. Oh Mann. Okay, die Maulbeerernte ist vorbei. Jetzt gibt es viel Futter für die Raupen. Die Kokonfäden werden zu Seide versponnen. Wenn die Händler kommen, werden sie viel kaufen. Und der möchte natürlich seinen Profit machen. Bald kommt Meister Hammett. Er wird viel Seide... Meister Hammett? Oh mein Gott. Feldarbeit ist sehr schwer. Krieger haben ja keine Ahnung, wie schwer. Die Feldarbeit leistet nicht nur schwer auf meinen Schultern, mein Rücken kriegt auch einiges ab. Aber Meister Hammett kommt vorbei, den kennen wir doch. Den haben wir doch mal gesehen. Der ist jetzt nicht unbekannt. Ihr Krieger solltet die Schule von Meister Fee besuchen. Ihr werdet überwältigt sein. In Meister Fees Schule zu trainieren macht uns sehr stark. Warte. Warum hat jetzt... Was macht ihr denn? Jetzt habe ich mein Wasser verschüttet. Moment mal. Dafür ist es da. Natürlich. So, die soll ihr Wasser pünktlich verschütten. Aber wir müssen die auch pünktlich aufhalten, damit wir hier rüberspringen können. Versteht ihr? Okay. Jeden Tag muss ich Wasser schleppen. Ich halte das nicht mehr aus. Wir gehen kurz rein und raus. Nur damit die nochmal neue Wasser holt. Hol mal Wasser, junge Dame. Okay, perfekt. Wir müssen die hier vorne anhalten. So, perfekt. Jetzt hat ihr das Wasser verschüttet und wir können an dem Meerkutschen drankommen. Perfekt, Leute. Das war eigentlich ein Versehen, dass ich sie angesprochen habe. Aber jetzt wissen wir auf alle Fälle, wie wir an dem Meerkutschen kommen. Warte mal, warum hat Frost nicht gewirkt? Habe ich nicht gerade Frost gewirkt? Perfekt. Ich wollte gerade schon sagen. Das hätte mir irgendwie ein bisschen Sorge gemacht, wenn es nicht geklappt hätte. So, hallo lieber Meerkutschen. Du wirst mir sehr wahrscheinlich joinen. Also, ich hatte aber nicht irgendwie Sorge, dass er irgendwie gekämpft hätte. Hey! Nebel folgt jetzt Garrett. Du sollst aber nicht Garrett folgen. Lullt ein Gegner in den Schlaf. Oh mein Gott, das ist sogar gar nicht so schlecht. So, später wird sowieso sein, dass unser Statusboy wird ja mehr oder weniger Ivan sein. Statuseffekte verteilt. Und Mia wird unsere White Mage-Person sein, unsere Heilerin. Unsere weiße Magierin. Okay. Seide aus Xian wird über die Seidenstraße nach Tolby gebracht. Tolby ist eine große Stadt im Südwesten. Auf der Seidenstraße trifft man viele Seidenhändler. Aha, da hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Die Händler sagen, dass Tolby sehr schön ist. Die Seidenstraße endet in Tolby. Das ist eine wirklich große Stadt. Okay. Wir werden uns noch umschauen. Folgt der Seidenstraße. Erreicht ihr die Weggabelung in den Bergen, geht nach Norden. So gelangt ihr nach Altin. Aha. In Altin gibt es viele furchterregende Männer. Und hier vorne? In Altin gibt es eine Mine. Dort werden Eisen und Edelsteine abgebaut. Minenarbeit ist sehr anstrengend. Man braucht viel Kraft dazu. Besonders für Frauen ist sie umso härter. Das glaube ich, junge Dame. Aber wir werden erstmal in... Ist das die Schule? Ich denke mal. Ja, oh mein Gott, sind hier viele Leute zum Anquatschen. Holy shit. Dies ist die Schule von Meister Fee. Seid ihr hier, um zuzusehen? Ja. Versprecht mir, euch ruhig zu verhalten. Krieger kämpfen mit Waffen. Kung Fu bedeutet euch nichts. Schon alleine das Zuschauen macht einen stark. Ich lerne, indem ich beobachte. Großartiger Kick. Wo der trifft, wächst kein Gras mehr. Flexibilität und Sprungkraft sind beim Kung Fu sehr wichtig. Und was noch? Ich bewege mich zu schnell. Ihr könnt mich mit euren Waffen nicht treffen. Versucht es nur. Ich würde mich ja gern irgendwie versuchen, aber... Starke Tritte sind sehr wichtig. Kick, kick, kick. So macht man das. Tritte zu trainieren ist sehr schmerzhaft. Trotzdem mache ich weiter.
Meister Fee ist sehr beschäftigt. Er spricht gerade mit seiner Tochter Faisi. Ihr könnt ihn jetzt nicht stören. Meister Fee hat mit Faisi etwas Wichtiges zu besprechen. Ihr könnt sie jetzt nicht stören. Der denkt aber dasselbe, was er sagt. Ich will lernen, also trainiere ich. Schnelle Schläge sind sehr gut. Meister Fee ist der Beste. Das war ein guter Schlag. Du überrascht mich, Krieger. Jeder in Xian beherrscht die Kunst des Kampfes, aber die Fee-Schule ist die absolute Elite. Sogar Krieger sind gekommen, um das Kung-Fu der Fee-Schule zu lernen. Das beweist, wie berühmt sie ist. Meister Fee ist sehr beschäftigt. Wollt ihr ihn trotzdem sprechen? Ja. Passt auf, seht ihr diese Linie? Stellt euch dorthin und setzt Chi ein. Wenn der Baumstamm fällt, bringe ich euch zu Meister Fee. Ihr seid die Krieger, die hier lernen wollen. Meister Fee treffen zu wollen, ist zu viel verlangt. Okay. Weiße Linie stellen. Und wir setzen jetzt unser Chi ein. Bam. Ja, was ist geschehen? Der Baumstamm ist von alleine umgefallen. Krieger können nicht, warte. Das ist anders als Chi. Übertritt nicht die Linie, Krieger. Stell dich auf die Linie und setze dein Ki ein. Okay. Dann werden wir das nochmal machen. Bam. Alle sind verwundert. Was hast du getan, Krieger? Dieser Krieger hat Ki eingesetzt. Er stand an der Linie und der Baumstamm ist umgefallen. Er kann Kung Fu. Kannst du Kung Fu? Nein, kann ich nicht. Unglaublich, dass jemand, der kein Kung-Fu beherrscht, Ki einsetzen kann. Die gehen jetzt zu Meister Fee. Das ist perfekt. Ach, hier ist die Tür. Ja, was ist geschehen? Die Tür hat sich von alleine geöffnet. Oh oh. Faisi, warte. Bist du besorgt, weil Xu zu spät ist? Er wird sich auf dem Weg von Lama-Tempel verspätet haben. Keine Sorge. Irgendwas stimmt nicht mit Xu. Ich kann es fühlen. Ah, Faisi, sind es wieder deine Kräfte? Seit mich diese Edelsteine, die vom Himmel fielen, berührt haben, habe ich schlimme Vorahnungen. Du sagst, dass du Böses fühlst, seit du die Macht der Prophezeiung besitzt. Du hast es mir bereits gesagt. Das glaube ich nicht, Faisi. Deine Visionen sind nur purer Zufall. Aber meine Visionen haben sich oft bewahrheitet. Ich hatte eine Vision vom Wald von Mogal und sie wurde wahr. Ja, deine Vorhersagen treffen ein, Faisi. Es war sehr überraschend. Die Flut in Altin, habe ich sie nicht auch vorhergesehen? Alle von Faisis Vorhersagen sind eingetroffen. Siehst du, Vater? Ich habe das alles gehört. Ich war auch überrascht, aber trotzdem bleiben es Zufälle. Du glaubst es immer noch nicht? Xu ist spät, deshalb bist du in Sorge, aber hege dennoch keine trüben Gedanken. Du hast doch Leute ausgesandt, um Xu zu finden, nicht wahr? Störrischer alter Esel. Was sagst du, Faisi? Du sollst nicht mit deinem... So solltest du nicht mit deinem Vater sprechen. Ich werde niemanden fragen, dann gehe ich halt allein. Es ist zu gefährlich. Die geht trotzdem, sie rennt einfach weg. Meister Fee, Faisi ist verschwunden. Faisi war sehr zornig, sie war regelrecht furchterregend. Xu ist in Gefahr, Faisi will ihm helfen. Faisi beherrscht Kung Fu. Sie wird es schon schaffen. Faisi ist allein. Sie kommt nicht weit. Sie wird ohnehin bald aufgeben. Lass sie bis dahin in Frieden. Der Baumstamm. Effie, was ist geschehen? Das war der Krieger. Er hat Ki benutzt. Krieger, du kannst Ki benutzen? Mach das nochmal, Krieger. Zeig mir dein Ki. Okay. Let's go. Bam. Ja, der Baumstamm ist gefallen. Meister, habt ihr gesehen? Der Krieger hat Ki benutzt. Das Ki des Kriegers ist ausgezeichnet. Seid ihr überrascht, Meister? Was ist los, Meister? Der Krieger hat den Baumstamm umgeworfen. Das kann ich bestätigen. Stimmt mit dem Ki des Kriegers etwas nicht? Was der Krieger benutzt hat, war kein Ki. Das war Psy-Energie. Was? Es war kein Ki? Es ist zwar sehr ähnlich, aber es ist kein Ki. Krieger, warst du im Fuhin-Tempel? Ja. Ah, ich wusste es. Was hat Ki mit dem Fuhin-Tempel zu tun? Ich habe mein Ki von Meister Hama vom Lama-Tempel erlernt. Dann
ist es doch dasselbe wie Ki, oder? Sehr ähnlich, aber trotzdem anders. Das andere wurde mit Ku-I geschrieben. Ki konzentriert die Energie des Körpers in deine Hand, um sie dann an ein entferntes Objekt freizusetzen. Du, Krieger, hast Energie benutzt, die aus deinem Geist kommt, verstehst du? Dieser Krieger ist weise. Etwas mit der Kraft des Geistes berühren zu können, erfordert große Weisheit. Das Qi von Fuhin entfesselt die Energie des Geistes, während Ki die Energie des Körpers entlädt. Das heißt, es sind zwei verschiedene Dinge, aber ich spreche mal beide einfach gleich aus. Der Energie des Körpers sind Grenzen gesetzt, aber mentale Energien sind wesentlich freier. Trainiere dein Ki. Es wird sehr stark werden. Gib dein Bestes, Krieger. An die Arbeit, übt. Ki mag seine Grenzen haben, aber jeder kann es benutzen. Übt, 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 bis ihr euer Ki beherrscht. So. An die Arbeit, übt, übt, okay. Der sagt nichts anderes mehr. Kann es sein, so ein junger Krieger, was? Oh mein Gott, Leute, ich habe mich so krass verlesen. Kann es ein so junger Krieger wirklich schaffen? Das ist schwer zu glauben. Holy moly, ich weiß nicht, was mit meinen Lesetactics plötzlich los ist. Aber wir durchsuchen mal sein Schlafzimmer. Nichts zu finden. Vielleicht die Rollen auch nicht? Sein Bett auch nicht, alles langweilig. Da ist nichts drin. Nochmal fragen? Okay. Vielleicht müssen wir die junge Dame oder so suchen, das weiß ich nicht. Hauptsache, wir haben auf alle Fälle nochmal einen Djinn, den wir euch später, beziehungsweise den ich euch später demonstrieren kann. Meine Kleider sind nicht aus Seide. Seide ist sehr teuer. Nur die Reichen tragen es. Seide ist weich und schimmert. Sie fühlt sich gut auf meiner Haut an. Ich bin wie besessen davon. Junge Krieger, sehr gelernt. Ihr kamt durch den Wald von Mogal? Ja, unglaublich. Ich respektiere eure Taten. Ihr seht stark aus, junge Krieger. Aber was ist stärker? Ihr oder das Kung-Fu, welches in Meister Fees Schule gelehrt wird? Auf alle Fälle wir. Aber wir können hier auf alle Fälle auch erstmal Waffen verkaufen, beziehungsweise Stuff verkaufen. Weil wir haben ja wieder Breitschwert unnötigerweise mit uns mitgenommen. So, Lebenswasser haben wir hier oben auch. Und was ist das? Regentropfen, aha. So, Feuerelement, Glücksmedaillon und Co. Spieletickets, die werden wir erstmal nicht einlösen. Wir können eigentlich den Heilungsring verkaufen. Werden wir machen. So, goodbye. Brauchen wir nicht. So, Schamanstab nimmt er nicht an, weil Ivan den nicht nehmen kann. Und hier vorne noch das Reisegewand verkaufen. So, okay. Da müssen wir mal irgendwie darauf achten, dass wir Artefakte vielleicht holen können. Okay, das Gaunerschwert brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal bei dem guten Herrn. Ups. Artefakte. Okay, schwächt gegnerische Angriffe. Ein Seidenkleid. Nur Mia kann das tragen, aber die hat bereits das Elfenhemd. Okay, das heißt, das tragen wir eher nicht. Wir können aber mal ganz kurz gucken, ob wir ein Schild. Aha. Hier vorne haben wir noch dieses Cumulus. Das können wir eigentlich kaufen, das Eisenschild. Dankeschön. Okay, Cumulus können wir auch verkaufen. Und Spieleticket bekommt wieder unser Garrett. So, dann haben wir Armband, Helm, Hut, Stirnreif. Okay, wir können ganz kurz mit Armband gucken. Bei den beiden würde es helfen. Aber nicht um so viel Punkte. Also 10 Punkte ist schon viel für so ein, ich sag mal, Healer. Für unsere Mages. Aber ich denke nicht, dass sich das jetzt schon lohnt. Bei Hut könnten wir gucken. Klar, wir könnten das irgendwie eintauschen. Also Helm, ups. Und Silberreif könnten wir vielleicht sogar nutzen. Auch nicht. Okay, lohnt sich alles nicht großartig. Ich guck mal ganz kurz wegen den Items, ob wir noch irgendwas loswerden können. Cool wäre, wenn wir irgendwie was sortieren könnten. Gut, aber wir geben das mal Garrett. Und wir geben Garrett auch mal den Regentropfen. Geben, Garrett, anlegen. Jetzt sollte Garrett auch den Regentropfen beherrschen. Okay, schauen wir mal, ob das wirklich diese Pfütze erzeugt, die wir vorhin gesehen haben. Oder einfach nur Tropfen. Okay, das wird sehr, sehr wahrscheinlich für die Pflanzen sein, die man dann bewässern kann. Oh, da ist gerade die junge Dame. Ihr seid die Krieger aus der Schule. Seid ihr starke Krieger? Ja. Es freut mich, starke Krieger zu sehen. Ich hoffe, ihr geht nach Westen. Ja, werden wir machen. Allein in Richtung Westen zu reisen ist sehr gefährlich. Ich muss jemanden finden, der mich in den Westen begleitet.
So, ja, wir werden in den Westen gehen. Weil wir haben ja eigentlich nichts mehr verloren. Wir haben die ganze Story, denke ich, ausgelöst. Aber ich würde gerne mit ihr sprechen. Also, ich würde gerne mit ihr darüber gehen. Ha. Okay, ich würde dich gern begleiten, aber ich weiß nicht wie. Ich will dich doch mitnehmen. Okay. Vielleicht können wir den Vater überzeugen und jetzt einfach Bescheid geben, dass wir die gerne mitnehmen würden. Ich bezweifle, dass es irgendwie wirkt oder hilft. Hier vorne, an die Arbeit. Okay, er sagt immer noch dasselbe. Das heißt, das wird jetzt nicht großartig helfen. Und hier können wir nochmal nachgucken. Gute alte Opa. In Altin gibt es viele furchterregende Männer. Folgt der Seidenstraße. Das hatten wir doch schon. Okay, ich war gerade ein bisschen Brain AFK, wenn wir das schon hatten. Gut, Leute, dann würde ich erstmal vorschlagen, ab in Richtung Westen. Wir lassen uns in Altin selber ein bisschen überraschen. Wir könnten hier oben links einfach lang gehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Djinn oder so und wir laufen nicht unnötig den ganzen. Aua! Den ganzen Weg. Ich knalle auch die ganze Zeit mit meinem Fuß gegen irgendwas gegen. Also gerade gegen den Tisch schon wieder. Oh mein Gott, hier ist tatsächlich ein Djinn. Oh mein Gott, Leute. Holy shit. Wie lucky. Gut, wir müssen auf alle Fälle irgendwie ein bisschen Schaden noch anrichten, damit er uns nicht gleich abhaut. Moment mal. Das ist Wasser gegen ein Feuer-Djinn. Trockene auf alle Fälle. Und eine Reide. Oh mein Gott, Leute. Das wird so epic. Wir haben einfach einen Free Djinn hier gefunden. 156. Solange du uns nicht abhaut, ist alles gut. Solange du uns nicht abhaut, ist wirklich, wirklich alles gut. Also ich gehe davon aus, möglicherweise in diesem Gebiet taucht er einfach normalerweise einfach auf. Aber, ach so, Ostara hatten wir schon. Oh Mann, wir wollten ja den Merkur-Djinn neu auslösen. Sorry. Ich hab's ganz vergessen. So, hier ebenfalls. Wir könnten Schlaf sogar einsetzen. Aber wir machen mal Plasma. Sprudel brauchen wir nicht. Wir werden auch hier. Ach, Linderung. Aha. Wir haben jetzt auch neuen Stuff hier. Sehr, sehr nice, Leute. Okay, wir haben den aber schon besiegt. Komm mal her, Merkur-Djinn. Vor allem Merkur, Mars-Djinn. Let's go. So. Der Mars-Djinn Corona folgt Garrett. Ja, Garrett sollte auch folgen. Genau. Dann haben wir jetzt hier vorne nochmal Corona, was wir austesten können. Und einmal den Djinn mit vier, drei Wasser. Das heißt, jeder hat jetzt drei Djinns. Und wir haben den Djinn in diesem Gebiet jetzt, glaube ich, geklärt. Wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle. Okay. Puh. Wir können, by the way, hier vorne nochmal Ivan heilen. Der hat mir ein bisschen low ausgesehen. Leute, Leute, besser könnte es nicht kommen. Ich freue mich gerade so unendlich, dass wir einfach so fucking viele Djinns schon haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele tatsächlich mitnehme, schon so early im Game. Obwohl, wir haben schon den ersten Leuchtturm fertig. Yeah, die Seidenstraße. Felsen blockieren die Straße. Meine Vision, sie wurden wahr. Su, Su. Oh Mann. Da wird niemand durchkommen. Aber wir können ihr helfen. Vielleicht joint ihr kurz unserem Team oder so. Es hat keinen Sinn, ich kann Su's Stimme nicht hören. Okay. Was soll ich tun, Krieger? Soll ich nach Xian zurückkehren? Nein. Du hast recht, Krieger. Natürlich nicht. Ich muss Su finden. So, und ebenfalls, Su ist in Gefahr. Ich kann es fühlen. Ich muss ihn schnell finden. Okay, Leute. Ich würde vorschlagen, wir setzen hier mal ganz kurz Eis ein. Und ebenfalls oben einmal die gute Fähigkeit, um das zu bewässern. Und dann schauen wir mal, ob das direkt schon irgendwie wächst oder so. Nee, es wächst nicht. Es wächst nicht. Ha. Was dann, wenn es nicht wächst? Kann man den nördlich irgendwie noch? Wo geht's denn nördlich lang? Norden, Mine von Altin, Westen Lama-Tempel. Okay, wir könnten mal gucken, was ist, wenn wir Djinn irgendwie verschieben. Okay. Und jetzt hat niemand eine neue Fähigkeit. Okay, wir schieben einfach mal zurück. Oh, warte mal. Ich will doch Kiesel tauschen mit Fieber. So ist richtig. Okay, Leute. Wir verbünden mal alle.
Damit wir für den nächsten Kampf gewappnet sind. Und dann kann ich euch einmal in einem Rutsch nochmal alle zeigen. Alles klar. Dann würde ich trotzdem sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao.